Das Silvesterkonzert hier in der Marktkirche ist eine ganz lange Tradition, die schon seit den 90er oder 80er Jahren besteht. Silvester um 22 Uhr hat für viele ein ganz besonderes Flair, an diesem Abend in die Marktkirche zum Konzert zu kommen. Die Kerzen sind dann alle beleuchtet, aber nur die Kerzen, sodass man in einer ganz besonderen Kirche sitzt. Die Stimmung dieses Jahr war auch sehr fantastisch, weil da war noch mehr Leute, Zuschauer, als vorher Zuhörer. Das war mein drittes Mal hier zu spielen. Das erste Mal, das war nicht ganz voll. Das zweite Jahr, das ist das zweite Mal vor zwei Jahren, es war voller. Sogar hier am Alterraum, Leute saßen auf die Treppe. Und dieses Jahr, es war total voll. Das diesjährige Silvesterkonzert hatte als besonderen Gast Jackson Crawford am Saxophon und ich an der Orgel. Wir haben Musik gemacht von Robert Schumann, von Rachmaninow, von Fauré bis hin zu Béla Bartók. Oh, wir hören Dubois, Pierre-Max Dubois. Und sicher der Fauré und Schumann, Chant de Soir, das Abendlied von Schumann. Ein besonderer Höhepunkt und ein Spannungspunkt in dieser CD in Bezug auf Silvester ist ja das berühmte Elgar-Stück Pomp and Circumstances, was wir auch drauf haben. Natürlich, mein Herz liegt sehr viel mit dem Holy City. Ich muss sagen, Holy City, weil seine Wärme, die Ausdruck, diesem Old Jerusalem, wenn man den Text liest, ja, und das verstehe, es ist so ausdrucksvoll und es sinkt wirklich in das Herz. Es geht in das Herz hinein von allem. Wie gesagt, unser Niveau und das Musikverständnis ist sehr gut ausgeglichen. Und nicht nur das, aber es ist komplementär. Einige sagen, was er weiß, er vermittelt mir und ich andere sagen zu ihm. Mit Jackson Crawford sind wir musikalisch, was mein Gefühl betrifft, sehr dicht beieinander. Also alles, was wir so proben, wirkt sich dann auch aus in gestalteter Musik mit einer großen Emotionen und mit einem Gleichklang der Chemie, die da sozusagen stimmt. Die Arbeit mit ihm ist nicht mehr Arbeit. Ha? Es ist Spaß, aber Spaß mit Qualität. Weil es geht an der Kunst und unser Verständnis und Gefühl, das wir von eines zu der anderen geben. Und da es macht dieses Proben und das Zusammenmusizieren so viel mehr Spaß.